27. März 2023. Martin Lejeune im Gespräch mit Thorsten Vollbrecht von der Berliner Feuerwehr. Hinter uns fand ein Löscheinsatz statt. Können Sie dazu etwas sagen? Die Berliner Feuerwehr wurde heute gegen 10 Uhr zu einem Brand in einem Pflegewohnheim hier in der Wolgaster Straße alarmiert. Es brannte ein Pflegezimmer im zweiten Obergeschoss. Die ersteintreffenden Kräfte konnten auch zwei Personen aus diesem Pflegezimmer retten. Die zwei Personen, schwerst verletzt, werden unter Reanimationsbedingungen gerade in ein Krankenhaus transportiert. Wie viele Einsatzkräfte waren hier beim Einsatz? Wir waren insgesamt mit 93 Einsatzkräften hier vor Ort und wurden tatkräftig durch die Freiwillige Feuerwehr der Berliner Feuerwehr unterstützt. Weiß man schon etwas über die Brandursache? Ja, die Brandursache ist zurzeit noch nicht geklärt. Das ist Aufgabe der Brandursachenermittlung der Polizei Berlin. Und können Sie sagen, wie alt die Bewohner waren, die schwerst verletzt wurden? Ja, zum Alter habe ich keine festen Angaben, darüber kann ich keine Antwort geben. Vielen lieben Dank. Dann frohes Schaffen noch. Ja, ja. Ich kann ja zwei Geige reinmachen.